Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Das hier ist ein leckeres Bauerngröstl. Das werde ich heute für euch zubereiten. Was wir dafür alles brauchen, was das ist und wie wir das machen, seht alles jetzt nach dem Intro. Ja, jeder, glaube ich, kennt das Problem. Ihr habt vom Sonntagmittagsbraten noch Fleisch über, ihr habt noch Knödel über. Im Kühlschrank häufen sich etliche Sachen wie Eier. Ihr habt noch vom letzten Barbecue ein bisschen Speck oder Schinken oder irgendwas übrig. Und da eignet sich doch nichts besser, als wenn man sagt, man macht jetzt da so ein kleines Leftover-Rezept. Wir hier in Bayern haben ja so ein schönes Leftover-Rezept. Und zwar machen wir aus dem Fleisch vom Braten und aus den Knödeln ein sogenanntes Bauerngröstl. Und was wir dafür alles brauchen für dieses Bauerngröstl, das zeige ich euch jetzt. Für unser Bauerngröstl brauchen wir heute folgende Zutaten. Wir haben hier einmal einen Schweinebraten, den wir schön in Scheiben aufgeschnitten haben, was von Mittag übrig geblieben ist. Hier hinten haben wir ein bisschen Schinkenwürfel. Wir haben Salz, wir haben Pfeffer. Hier haben wir einmal die Kräuterbutter-Gewürzmischung vom Beef Buddy. Hier haben wir Eier, wir haben ein paar übergebliebene Knödel, etwas Butter und Petersilie. Auf unserem Gasgrill benutzen wir heute die gusseiserne Platte, die ist doppelseitig verwendbar. Einmal auf der einen Seite haben wir die geriffelte Variante, hier haben wir die flache Seite, die werden wir heute benutzen. Dazu werden wir jetzt erst einmal unseren Grill anmachen und lassen die Platte erst einmal schön ordentlich aufheizen. Wir werden jetzt anfangen, dass wir erstmal unser Schweinebratenfleisch hier in kleine Würfel schneiden werden. Da machen wir uns gar nicht viel Stress, einfach kleinwürfeln, entlängs schneiden hier. Mit unseren Knödeln machen wir das gleiche, die werden wir auch in schöne kleine Würfel schneiden. Leute, Zwiebeln, die Zwiebeln, ich habe sie vergessen beim Erwähnen gerade vorhin, beim Vorstellen der Zutaten. Eine Zwiebel brauchen wir hier noch und die werden wir uns in der Mitte halbieren. Und dann werden wir uns hier auch nur so dünne Scheibchen hier so runterschneiden. Und last but not least haben wir hier noch unsere Petersilie. Die Petersilie werden wir uns auch dann schön klein hacken. Dazu machen wir uns einfach hier so einen kleinen Büschel und werden das ein bisschen hacken hier. Und das war es dann auch schon hier mit unseren Vorbereitungsarbeiten. Jetzt warten wir nur noch, bis unsere Gussplatte schön heiß ist. Und danach geht es weiter mit dem Anbrutzeln. Der kriegt jetzt schön langsam Temperatur. Wir werden jetzt hier mal ein Stückchen Butter drauf geben. Und auf die Butter werden wir hier unsere Zwiebeln drauf geben. Und die dürfen wir jetzt hier schon mal schön anbraten. Auf unsere Zwiebeln drauf werden wir jetzt hier schon ein bisschen was von unserer Kräuterbutter, von unserem Kräutergewürz, vom Beef Buddy drauf geben. Die Zwiebeln brutzeln jetzt schön hier hinten. Wir werden jetzt hier vorne noch mal ein bisschen Öl mit drauf geben. Ich habe mir so eine schöne Sprayflasche gekauft fürs Öl. Kann ich euch mal unten verlinken in der Infobox. Da könnt ihr mal gucken, ist recht praktisch. Und hier geben wir jetzt dann unsere Knödel und unser Fleisch drauf. Unsere Knödel und unser Fleisch dürfen jetzt hier erst einmal schön anrösten. Wir schauen, dass alle Zutaten immer regelmäßig gewendet werden, dass uns da nichts verbrennt. Geben jetzt hier noch unsere Schinkenwürfel mit dazu. Das zweite Stückchen Butter darf hier auch mit drauf. Würzen alles kräftig nochmal mit unserer Kräuterbutter. Geben gut Salz und Pfeffer hier mit dazu. Und wieder vermengen. Nach einer guten Zeit werden wir jetzt alles hier mal miteinander vermengen. Also Zwiebeln, Knödel, Fleisch und die Schinkenwürfel. Und schön auf der ganzen Fläche alles verteilen, dass überall schöne Röstaromen dran kommen. Ja, zu guter Letzt kommen jetzt dann hier noch unsere Eier mit drauf.
Die geben wir hier einfach mit drüber. Und dann werden wir die Eier hier mit der ganzen Masse hier vermengen. Wir geben jetzt noch unsere Petersilie hier mit drüber. Und Freunde, schaut das nicht herrlich aus? Ja, dann werden wir uns was auf unseren Teller geben. So sieht das Ganze aus. Also wirklich ein super Leftover-Rezept und das Ganze werde ich jetzt für euch verkosten. Also ihr habt gesehen, die Zubereitung von diesem Bauerngrößl war super, super einfach, ging auch super schnell. Das Ganze hat jetzt eine Viertelstunde gedauert und jetzt werde ich das Ganze mal probieren für euch. Also wir haben hier unsere angerösteten Knödel, das Fleisch, der Schweinehals, den ich jetzt hier vom Braten gehabt habe, auch nochmal schön mit angeröstet. Ein Ei einfach drüber, den Geschmack von den Zwiebeln, ein bisschen Butter. Das super klasse Gewürz vom René, das wir hier haben, vom Beef Buddy, dieser Kräuterbutter. Das alles in Kombination macht sie einfach super, super fein. Also klasse mit Röstaromen, die wir hier einfach verteilt haben. Und mega, mega einfach zum Zubereiten. Kann ich euch definitiv so mal empfehlen. Alternativ, wenn ihr jetzt nur Champignons überhaupt, könnt ihr da Champignons mit drüber geben. Ihr könnt da super leckeres Butterbrot mit dazu essen. Also der Fantasie sind euch da keine Grenzen gesetzt. Und in diesem Sinne möchte ich mich dann auch wieder für euch verabschieden. War heute mal ein kürzeres Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn es so war, Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dürft ihr mir auch den Daumen nach unten geben. Sagt mir aber dann bitte, was euch nicht gefallen hat, dass ich mich verbessern kann. Ist immer super informativ sowas dann, weil nur mit dem Daumen nach unten kann ich leider nichts anfangen. Kommentiert mein Video, wenn ihr noch keine Abonnenten seid. Hier oben könnt ihr das gerne nachholen, würde mich mega freuen. Und ansonsten bleibt nichts anderes dazu sagen, als danke fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Video, euer McAllister.